Hallo allerseits, freut mich heute euch zu einem neuen Bootstrap Screencast begrüßen zu dürfen. Wir werden uns mit Beschriftungen nun beschäftigen, also Batches. Dann werden wir Fortschrittsbalken anschauen, also diese Progress Bars. Und im dritten Teil noch Spinners, also Spinner, also dann in anderen Sinne Dinge, die zeigen, dass etwas läuft, anschauen, wie man das mit Bootstrap darstellen kann. Also Batches, das sind wie gesagt Darstellung, dass etwas neu ist beispielsweise oder etwas aktuell oder gefährlich, keine Ahnung was. Ihr habt hier ein schönes Beispiel auf w3schools.com und wenn ihr das dann anschaut im Bracket, dann wird das gleich rechts auch entsprechend dargestellt. Also New, wenn wir das übersetzen auf Neu oder kleingeschrieben, haben wir dann die Möglichkeit, mit dieser Klasse Batch und Batch Secondary entsprechend farbige kleine Dinge anzuzeigen. Dann, was gibt es noch für Variationsmöglichkeiten? Eben natürlich unterschiedliche Größen. Und hier seht ihr vor allem Primary, also verschiedene Farben, dass wir zum Beispiel mit Primary, Secondary, Success und so weiter den Batches unterschiedliche Farben zuweisen können. Da probieren wir das gleich einmal aus. Also wenn wir da sehen, nicht Secondary, sondern eben Primary, dann wird das entsprechend blau dargestellt oder Danger rot oder was gibt es noch? Warning, genau, unterschiedliche Farben, die ihr da wählen könnt. Dann, was gibt es noch für weitere Möglichkeiten? Eben die ganzen Batches können auch als sogenannte Pillen dargestellt werden. Pillen wäre dann einfach so, dass man anstelle der Klasse Batch oder zusätzlich zur Klasse Batch eben noch ein Batch Pill nimmt und schwupps wird rechts dieser Knopf dann auch entsprechend rund. Dann gibt es die Möglichkeit, Batches auch innerhalb von Elementen anzuzeigen. Wir haben da das Beispiel eines Knopfes, den ihr entsprechend mal ausprobieren könnt, wenn ihr den so visualisiert. Den Knopf kennt ihr ja schon vom vorherigen Screencast. Wenn jetzt da im Innern etwas angezeigt werden soll, eben eine Message, und dass vier neue Meldungen da sind, könnt ihr da entsprechend einen Batch innerhalb einen Button anzeigen lassen. Button Light oder was haben wir noch? Batch Light oder Batch Info oder Batch Danger, wenn etwas Gefährliches passiert ist. So habt ihr da verschiedene Variationsmöglichkeiten. Das war es eigentlich schon zu diesen Beschriftungen. Schauen wir uns das Ganze noch an mit den Progress Bars. Progress Bars, die braucht man ja, um darzustellen, dass etwas im Fortschritt ist, dass etwas passiert. Und da ist der Benutzer immer interessiert zu wissen, ja, dass da wirklich tatsächlich Fortschritt geschieht und wie lange dauert es noch. Also hat man da die Möglichkeit, mit sogenannten Prozentzahlen zu zeigen, wie weit ist der Fortschritt von einer Upload oder was auch immer schon passiert. Also jetzt wären da 70, am Anfang sind es vielleicht 30 und dann sind es 30, 40, 50, 60, 70 und so weiter. Rechts verändert sich entsprechend der Balken und so habt ihr die Möglichkeit, diesen Progress darzustellen. Dann gibt es natürlich noch unterschiedliche Höhen dieses Progresses. Ihr könnt zeigen mit dieser Klasse Progress, dass ihr da etwas höher machen wollt. Style Height wäre dann beispielsweise 20 Pixel oder 50 Pixel. Dann wird es noch fetter. Habt ihr die Möglichkeit, entsprechend unterschiedliche Höhen darzustellen. Was auch praktisch ist, dieses Label noch darzustellen. Das Label ist in dem Sinn ein Vorteil eben. Man wird es auch noch neben der eigentlichen Zahl, wird es auch noch entsprechend hier dargestellt, wie weit schon der Prozess fortgeschritten ist. Und auch da habt ihr wieder die Möglichkeit, verschiedene Farben anzuwenden. Ihr kennt sie schon. Es sind da die typischen Farben mit Class Bar BG Success oder BG Info. Was haben wir noch? Warning natürlich.
oder dann, wenn es ganz gefährlich wird, wieder Danger. So habt ihr die Möglichkeit, diese Progress Bars entsprechend auch einzufärben. Was ich noch sehr schön finde, sind diese Progress Bar Stripe darzustellen. So. Und das Ganze wird jetzt gestreift. Warning. Und dann sind sie entsprechend so dargestellt. Gut, und dann Animated. Animated sieht auch sehr schön aus, wenn ihr beispielsweise etwas im Prozess noch etwas Bewegung reinbringen möchtet. Progress Bar Animated. Voilà, und so bewegen sich diese schönen Balken. Und das gibt doch einem doch schon viel mehr das Gefühl, dass etwas passiert. Nun habt ihr die Möglichkeit, eben auch verschiedene Progress Bars zu kombinieren. Das macht ihr, indem ihr beispielsweise hier mit unterschiedlichen Diffs arbeitet. Ich kopiere es einfach mal da rein. Schnell rüber, Diff. Und so habt ihr rechts dann entsprechend auch gleich Free Space, Warning, Danger. Also alle diese verschiedenen Möglichkeiten, die es auch gibt. Und jetzt könnt ihr da, je nachdem, mit eurem Script dann Dinge verändern, das auf 70, das auf 20 und das auf 10 beispielsweise. Und dann ändert sich dieser Platz, was da ist. Gut, und last but not least eben diese Spinners. Spinners eben, ihr seht da schon, da bewegt sich was. Auch da ist eine Art wie ein Progress, dass etwas passiert. Das ist immer gut, dass der Benutzer weiß, er muss noch ein bisschen warten, die Website ist nicht abgestürzt. Also es ist ein Div und die Klasse Spinner Border zeigt dann an, dass man entsprechend etwas sich bewegt. Jetzt gibt es entsprechend auch wiederum Anpassungen. Text muted beispielsweise ist ein bisschen grau genommen, oder wenn es Success wiederum die Farbe grün als Symbol, dass es erfolgreich war. Dann gibt es noch eine andere Form von Spinners, Spinner Grow. Spinner Grow sieht dann so aus. Voilà, ist ein Knopf. Oder ihr habt auch die Möglichkeit, entsprechend die Größe noch anzupassen. Wenn ihr SM macht, ist es ein klein, small. Oder dann innerhalb von Buttons das Ganze zeigen. Das ist auch ein schöner Effekt im Loading, dass etwas passiert. Auch hier habt ihr die Möglichkeit, sehr schöne Animationen einzubauen in die Knöpfe. Und habt da die Möglichkeit, mit Primary oder Danger oder wie auch immer die Farben dann anzupassen. Also dann viel Spaß mit den verschiedenen Möglichkeiten von den Batches, Progress Bars und Spinners, und bis zum nächsten Mal.